Signore e signori, cerimonia di premiazione per la categoria K1 squadre maschile. Ladies and gentlemen, the medal ceremony for the K1 team men category. Assegnate dal signor Jaroslav Pollert, vicepresidente dell'European Canoe Association e dal team leader della squadra nazionale della Repubblica Ceca. The medals will be presented by Jaroslav Pollert, vice president of the European Canoe Association and the team leader of the Czech Republic. The bronze medalists are... Medaglia di bronzo per Joseph Clark, Bradley Forbes Cryans e Christopher Bowers, Great Britain. And the silver medalists are... Medaglia d'argento per Hannes Eigner, Tim Maxeiner e Stefan Hengst, Germany. And the gold medalists and 2021 European champions are... Medaglia d'oro e campioni europei 2021, Jiří Perskavec, Vavrinec Radilek, Vít Prindis, Czech Republic. Signore e signori, vi invito ad alzarvi per l'inno nazionale della Repubblica Ceca. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the Czech Republic. Signore e signori, rendiamo onore ai vincitori del campionato europeo di canoa slalom Ivrea 2021 per la categoria K1 squadre maschile. Ladies and gentlemen, please show recognition for the 2021 European Canoe Slalom Championships K1 team men's category.
Erstmal herzlichen Glückwunsch, Hannes Aigner, Tim Max Einer und Stefan Hengs. Ihr habt Silber heute hier gewonnen beim Teamwettbewerb bei der EM in Ivrea. Erzählt mal, wie war es? Ich habe gehört, ihr habt noch nie zusammen seid noch nie so zusammen gefahren und vor allem, ihr habt auch noch nicht mal trainiert so. Ja, es ist, denke ich, ganz gut gelaufen. Dafür, dass wir jetzt auch im Training keine Möglichkeit hatten, das wirklich ausgiebig zu testen, unsere Positionen. Und da sind wir, denke ich, alle zufrieden mit dem Resultat, was da rausgekommen ist. Ich habe gehört, ihr wolltet eigentlich mal trainieren, Tim. Was war denn passiert? Warum ist es dazu nicht gekommen? Ja, ich habe mir den Schädel angehauen und dann hat das ein bisschen geblutet. Da mussten wir erstmal die Blutung stillen, statt zu trainieren. Aber das haben wir ja noch ganz gut hinbekommen und dann hat es heute zum Glück geklappt. Was habt ihr euch für eine Taktik für heute ausgedacht, Stefan? Ja, eine richtige Taktik. Wir hatten uns eigentlich nicht so recht gelegt. Wir wollten einfach einen sauberen Lauf runterbringen. Das haben wir auch geschafft, bis auf den 1-2er. Aber wie man an den Ergebnissen sieht, hat es kaum ein Team geschafft, fehlerfrei zu bleiben. Und dass wir alle drei schnell genug sind, das wissen wir. Und so haben wir Glück gehabt, dass wir am Ende mit der Silbermedaille nach Hause gehen. Genau genommen hat es ja gar kein Team geschafft, fehlerfrei runterzukommen. Aber ein 2er, das ging gerade noch. Wer hat ihn eigentlich von euch gemacht? Ich. Okay, und ansonsten, das ist heute der zweite Tag bei der EM. Ihr seid schon Einzel gefahren. Mit was für einem Gefühl werdet ihr in das Halbfinale gehen? Hannes. Das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz gutes Gefühl hier, von heute auf dem Treppchen zu stehen, und morgen stehen dann die Halbfinals an. Da wird es dann wirklich hart für alle, weiterzukommen ins Finale. Und ich hoffe, dass wir morgen alle drei im Finale stehen und dann vorne mitfahren. Tim, was hast du für ein Gefühl hier bei der Strecke? Jetzt hast du dich besser dran gewöhnt können. Du hast ja auch schon einen Lauf mehr gemacht. Ja, ich habe eigentlich ein gutes Gefühl. Ich denke, wir sind alle drei in der Lage, ins Finale zu fahren. Das Kajak-Herrenfeld ist wahnsinnig eng. Ob wir das dann schaffen, das weiß man nicht. Aber wir werden morgen alles dran setzen. Stefan, du bist ja der Neuling jetzt hier im A-Team, also wieder der Neuling. Hast dich super eingeführt. Und wie fühlst du das hier? Bist du hier schon mal gefahren vorher? Nee, ich bin das erste Mal hier in der Gewehr. Mir gefällt die Strecke extrem gut. Ich mag das anspruchsvolle Wildwasser. Und ich bin gespannt, die Strecke für morgen habe ich bisher nur auf Papier gesehen. Die sieht anspruchsvoll aus und ich glaube, das liegt uns ganz gut. Und deswegen können wir mit einem super Gefühl morgen ins Semifinale gehen. Dann wünsche ich euch dreien ganz, ganz viel Erfolg für morgen. Danke.